Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Charmy Box und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Charmy Box erscheint alle 2 Monate, kostet ab 23,33 pro Box und wir haben hier vegane, tierversuchsfreie Produkte drin enthalten, die alle in einem relativ liebevollen Zusammenspiel uns auf einen etwas freundlicheren Pfad führen sollen, um das mal so zu sagen. Denn ja, tierversuchsfrei und vegan ist natürlich schon mal die Ansage. Und ansonsten ist es auch immer relativ natürlich gehalten. Und ich finde einfach, dass diese Box einem ein gutes Gefühl gibt. Und deswegen packe ich sie auch immer gerne mit euch zusammen aus. Ich bekomme sie in der Kooperation zur Verfügung gestellt, um sie hier vorzustellen. Also liebe Ina, von Herzen ganz, 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 ganz viel Dankeschön. Ganz viel Dankeschön, ja. Dass ich nämlich auch eine Box wieder an einen von euch verlosen darf. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. Ihr bekommt die Box auch 10% günstiger mit dem Code CLAUDI10, wenn ihr möchtet. Schaut gerne einfach mal in der Infobox vorbei. Da habe ich euch das alles mal reingeschrieben, ne? So, wir haben diese wunderschöne, schwarze, schlichte Verpackung mit dem Logo von der Charmy Box, das hat die liebe Ina ja selber designt, finde ich richtig, richtig schön. Vorher hatten wir das unter dem Namen Vegan Beauty Basket und jetzt hat Ina halt so ein bisschen ihren eigenen Charme mit reingebracht und das finde ich einfach hübsch. So, wir haben hier auf jeden Fall den Blick in die Box und hier haben wir auch immer ein Kärtchen mit dabei. Und das ist tatsächlich auch ein Bild, was die Ina selber malt. Und da ist immer auch irgendwas mit ihrer Katze drin vertreten, finde ich richtig süß. Inado Art nennt sich das. Und es gibt es auch auf Instagram, auch das in der Infobox verlinkt, ne? Viel Freude mit der Box. Und dann haben wir hier, wie es aussieht. Produktkarte März ist hier drin enthalten und das ist die März-April-Box dann auch. Hier haben wir dann die Produkte aufgeführt mit Informationen, Inhaltsstoffen, Preisen. Und wenn ich das so überfliege, haben wir hier, wow, auch einen richtig krassen Wert. Schon wieder in der Box, Hammer. Und dann haben wir hier den Blick in die Box. Man kann sich immer ein Produkt aussuchen. Und so nach Farbe oder nach Haarbedürfnis, Hautbedürfnis, ne? Und dieses Mal war es ein Nagellack. Da habe ich auch schon eine andere Farbe mal von gehabt, glaube ich. Habe ich die noch? Ne, den habe ich nicht mehr. Aber hier habe ich jetzt den Vinolack in der Farbe Cuvée Mauve. Genau, weil das war ein klassisches Rot und das wurde in meiner Sammlung abgelöst von einem von Nails Inc. und von Essie hatte ich welche. Genau, und das ist ein Nagellack und das sieht so hübsch aus. Das ist eine ganz witzige Firma, denn die haben immer so kleine Weinflaschen und da ist dann der Nagellack drin. Und das ist halt so ein richtig schöner Mauve-Ton, ne? Guck mal, das ist wirklich ein schöner Ton. Mal gucken, wie der dann auf meinen Nägeln wirkt und ob ich den vielleicht dann einfach mit einem anderen toppen werde, um das Ganze ein bisschen fancy-pancy-mäßiger zu gestalten, weil ich mag es gerne fancy-pancy offensichtlich. Dann kommen wir zu den Produkten, die alle auch so drin haben werden. Da habe ich hier einmal ein FYAACE-Serum mit Bakuchiol und Vitamin C. Ne, FYI. For Your Information ist ja eigentlich FYI. Und hier ist 1% Bakuchiol drin. Bakuchiol ist die natürliche Variante zu Retinol. Und Retinol ist der Anti-Aging-Wirkstoff schlechthin. Und Vitamin C und E haben wir hier auch noch mit dabei. Okay, also alles sehr spektakulär. Das ist halt eine Probe, 3 Milliliter. Das kann man sich mal anschauen, um zu gucken, ob die Haut das halt verträgt, ne? Von Ballade en Provence haben wir öfters was in der Vegan Beauty Basket drin. Die stellen auch so feste Augencremes, feste Gesichtscremes her, ist ganz interessant. Und hier haben wir ein Gesichtswaschprodukt, Visage Face, genau. Nettoyant Visage Solide. Und das haben wir einmal hier. Es macht heute leider nicht so viel Sinn, an Produkten zu riechen, weil ich eine Erkältung habe. Ne, deswegen brauche ich das jetzt auch gar nicht rausnehmen. Ich bin ehrlich gesagt leider kein Fan von festen Produkten. Also in der Gesichtsreinigung, das ist manchmal ein bisschen schwierig. 40 Gramm, weil das doch sehr austrocknend bei mir wirken kann. Muss man einfach mal gucken. Dann habe ich hier noch 3 Produkte drin enthalten. Das kommt ja dann hin mit den 5 Produkten, die wir in der Box finden. Von OO Lotion Feet Good. Das ist eine Fußcreme. Richtig toll, freut mich. Ich mag immer Fußcreme in Beautyboxen drin haben, weil ich auch meine Füße jeden Abend richtig schön pflege und eincreme. Nährend, restores,
and renews, also erneuert und schützt dann wohl immediate comfort non-greasy finish. Ja, soll sich dann toll auf der Haut anfühlen, nicht unangenehm. Ich glaube, greasy wäre fettig, ne? Wie viel haben wir denn hier drin? Das dürften doch so 50 Milliliter sind das hier. Da freue ich mich drüber. Das finde ich klasse. Comforting Foot Cream. Ja, yay. Dann habe ich hier noch drin enthalten von Dabba Organics die Water Peeling Mask. Oh, Revitalizing and Exfoliating Face Mask. Und das ist eine Säure-Peeling-Maske. 50 Milliliter sind hier drin. Das entfernt halt tote Hautschuppen. Womit machst du das denn? 3 bis 5 Minuten sollst du es nur drauf lassen. Meistens ist es dann quasi mit BHA. Ne? Ich guck mal hier. Dabba ist eine lettische Naturkosmetikmarke, welche die nordische natürliche Seele in ihren Produkten widerspiegelt. Die Deep Water Peeling Mask peelt die Haut und entfernt abgestorbene Zellen, verbessert den Hautton und die Elastizität. Sie fördert den Regenerationsprozess und hat eine tiefenreinigende Wirkung. Ich kenne sowas von, also als Serum halt, ne? Von den Seren oder von den Peelings von Dalton. Und da freue ich mich ja schon drauf, die bald ausprobieren zu können, endlich. Weil ich dann, wenn ich abgestillt habe, die auch verwenden kann. Ne? Richtig, richtig cool. Auf die gereinigte Haut auftragen, nach 3 bis 5 Minuten abwaschen. Die Maske kann vorübergehende Rötung verursachen, klar. Also mit Milchsäure, Lactic Acid, Revitalizing and Exfoliating Face Mask, 80% organisch und vegan. Dann haben wir hier Leonia Creme Riche Tee Blanc, also mit weißem Tee, eine reichhaltige Creme, antioxidantisch, Brightening and Hydration, also das gibt die Strahlkraft und Befeuchtung der Haut mit 30 Millilitern. Sowas finde ich auch praktisch. Wir haben jetzt ja noch so relativ trockene Luft. Ich habe jetzt ja auch ne, Erkältung und so weiter, trockene Heizungsluft, meine Nase ist auch super trocken, alles ist trocken. Da ist sowas als Gesichtscreme wirklich schön und macht sich auch ganz gut in so einer Box, muss ich sagen. Das finde ich auch klasse. Und dann haben wir eine Gesichtscreme für Dehydrated, Dry and Dehydrated Skin, genau. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, das finde ich schön. Was macht Schatzi da unten? Gibt ihr mir Klopfzeichen? Unglaublich, oder? Unglaublich. Aber das ist auch schon hier gewesen mit dem Video. Das waren jetzt die 5 Produkte. Schön. Also ich finde es wirklich schön, was wir hier drin finden. Der Nagellack ist quasi so mein dekorativer Kosmetikartikel. Dann haben wir ein bisschen Gesichtsreinigung, ein bisschen Gesichtspflege, eine Peelingmaske, die ich auch echt sehr interessant finde. Fußpflege, so als Körperpflegeprodukt, ne? Also ich finde, das ist eine gut befüllte Box. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Aber bislang, alle Reviews, die ich so auch gehört habe, waren die Abonnentinnen und Abonnenten der Box, der Charmy-Box, auch wirklich, ja, glücklich darüber, ne? Was man hier so drin hatte. Vielen Dank an Ina für die Zusendung der Box. Mir hat es richtig gut gefallen. Mein Highlight-Artikel ist tatsächlich die Fußcreme. Kann ich nicht anders sagen. Und dann wäre es das hier auch von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst, wenn du möchtest. Und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!